Oh, geht's schon wieder weiter? Alles klar. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Ausgabe der Lenze Shortcuts. Heute verlassen wir mal den Stand und laufen mal übers Messegelände und schauen mal, wo Lenze sich noch so versteckt hat. Hi Markus! Hallo! Erklär doch mal kurz, was macht Lenze hier? Ja, wir sind hier auf dem Gemeinschaftsstand von ITZOWL. Das ist ein Forschungscluster bei uns aus der Region, Ostwestfalen-Lippe. Okay, und kannst du uns kurz sagen, was Lenze mit diesem Forschungscluster gemeinsam macht? Ja, wir haben hier drei Projekte derzeit am Laufen, die starten gerade und die beschäftigen sich zum Beispiel mit Machine Learning für Predictive Maintenance. Da haben wir ja auch einen schönen Demonstrator gebaut, in dem wir schon eine erste Lösung mal zeigen können. Dann mit dem digitalen Zwilling, mit der Informationsmodellierung, auch in Verbindung mit der Verwaltungsschale, Industrie 4.0. Und dann arbeiten wir noch in einem Forschungsprojekt in Richtung Big Data. Eine effiziente und einfache Lösung zu haben, eine Plattform zu haben, um Daten im großen Stil bereitzustellen. Okay, vielen Dank. Da haben wir jetzt mal einen kleinen Eindruck gewonnen, was wir eigentlich noch so machen. Ich würde sagen, danke und viel Spaß noch.